Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video Star Citizen. Ja, wir machen die Tour weiter Universe Teil 2. Wir werden heute ein paar Stationen anschauen. Dann starten wir gleich. Los. Da sind wir gerade aufgewacht in Port Olisar. Diese Station werden wir natürlich gleich als erster nehmen. Schaut schon richtig super aus mit der Beleuchtung hier. Da ist ein Aufenthaltsraum. Links, rechts die Toilettenanlagen. Männlich, weiblich. Ja, werden wir hoffen, dass auch bald die weiblichen Charaktere ins Spiel einziehen. Da sind wir jetzt bei einem Aufenthaltsraum. Da gibt es Getränke und was zum Essen. Auch die Texturen sind überarbeitet worden, wie man sieht. Schaut schon sehr fein aus. Dann schauen wir da gleich rein in Cassava Outlet. Oh, da ist noch ein bisschen hell. Extrem. Die hässlichen Schuhe. Sozusagen Crocs ohne Löcher. Aber ja, das ist also am Anfangsstadium, da kommt schon noch was. Im Großen und Ganzen Käppis und Hosen, aber sehr hell, muss ich sagen. Absolut gut angepasst. Schauen wir da raus, gerade Richtung Crusader. Okay. Die Ringe drehen sich nicht mehr. Die haben sich mal gedreht. Also die waren schon animiert. Jetzt schauen wir weiter. Dampers Depot. Aber das ist noch nicht offen. Hier die Texturen seitlich, links, rechts. Sehr schön, fein gemacht. Oh, da oben flackert das Licht. Muss man den Hausmeister mal sagen, dass er die Birne tauscht. Schauen wir weiter zu den Rüstungen. Die sind jetzt hier rechts rein, glaube ich. Ja. Na, okay, wir schauen gerade den Aufenthaltsraum hier. Da werden natürlich die Leute warten, was Passagiertransporte sein werden, früher oder später. Ah, da rechts rein, da kommen wir zu den Raumanzügen. Auch hier die Beleuchtung ist angepasst worden, schaut schon richtig nett aus. Vor ein paar Monaten hat es einmal geheißen, dass angeblich neue Raumanzüge kommen. Ja, schauen wir mal. Ich habe nichts mehr gehört. Falls es ihr wisst, schreibt es mir vielleicht in die Kommentare ein. So, dann laufen wir vor hier zu den Waffen. Ja, Gewehre, Munition und Pistolen. Sozusagen die Werbetafeln sind extrem schärfer geworden, finde ich, viel feiner. Ja, schaut nett aus. Schauen wir weiter dann. So, jetzt gehen wir in die Mitte rein.
da, wo wir die Schiffe ordern können. Ah, schaut schon super aus. Sehr gut abgestimmt, finde ich. CRG ist super überarbeitet. Schon absolut fein. Dann werden wir uns ein Schiff holen. Okay, das Terminal nicht. Nehmen wir das Nebrige. Okay, das hat ein bisschen einen Fehler, aber was soll's, probieren wir es. Okay, das funktioniert. Dann nehmen wir gleich die Super Hornet. Landedeck 6. In die Druckschleuse. Durch die regionalen Server, finde ich, geht das schon relativ gut jetzt da. Ich meine, die Bilder pro Seconds sind noch nicht berauschend, aber es geht schon relativ. Ah, steigen wir ein, fliegen wir zur nächsten Station und ja, dann werden wir uns ranmachen. Geplant ist jetzt eigentlich, naja, wir werden, glaube ich, Kovalex Shipping Hub machen. Dann springen wir dort einmal hin. Ja, wunderbar, Kovalex Shipping Hub. Quantum Travel engaged. Also diese Raumstation gefällt mir meiner Hinsicht sehr gut. Ja. Werden wir uns jetzt annähern hier. This Kovalex Shipping Hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. So, dann werden wir einpacken noch hier. Ja, steigen wir aus. Also ich finde diese Raumstation also recht mystisch. Werdet ihr sehen. Also mir gefällt sie sehr gut. Da schwebt ein Schiff. Seine Mustern. Der wird sich auch die Raumstation anschauen, höchstwahrscheinlich. Es gibt da eine kleine Geschichte, ich werde dazwischen nichts reden, wenn ich die Datenpads aktiviere. This station is currently
area. Ja, das erste Datenbett hier. Hey Derno, it's Racine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Derno, Racine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Derno. Call me. Ja, dann schauen wir weiter hier. Ich sage ja, sehr mystisch, aber mir gefällt sie recht gut. Natürlich könnte da möglich sein, dass wir unter Feindbeschuss kommen, weil es ist kein überwachtes Gebiet hier. Auch hier die Texturen, die Beleuchtung sind überarbeitet worden. Ist um einiges heller, finde ich jetzt da. Aber trotzdem noch wunderbar. Eine Etage höher, nein, zwei. Kühlschrank schwebt dann rum. Der Schriftzug sehr scharf, finde ich. Ja, ist die Textur überarbeitet worden. I just got the package you sent. Thanks a million for the MobiMod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Damn right we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? An S-Dog. Hey, Darno! Hey, Darno! Get in on this! Look, just one, maybe a sip. There we go. Bye, Anya. Let's go. Dino, one more. Hey, look, I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you and I miss you. Thank you again for the present. Bye, babe. Ja, dann schauen wir weiter. Schaut schon super nice aus, finde ich. Da ist das nächste Datenpad hier. Aktivieren wir gleich. Hey, Race, it's Darnell. Where the hell have you been? Your ship started 3 hours ago. I know. Sorry. I did a breakdown of the current power flow for the station and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system. See where the runoff is. Okay. Hey, just be careful. Will do. I'll keep a close eye on it. Sounds good. You sure you're okay? You sound terrible. Yeah. It was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should have been. All right. Let me know when you're finished running the test. Will do. Super detailreich, finde ich, die Texturen hier. Ja, nochmal zur Geschichte zurückzukommen, also ist da ein Test durchgeführt und der ist im Großen und Ganzen schief gegangen. Drum ist es also diese Raumstation geschlossen worden. Da ist auch noch ein Datenpad gewesen, aber drüben ist auch noch eins, das aktiviere ich auch noch. Aber schaut schon sehr, sehr cool aus, finde ich. Also wer diese Station noch nicht angeschaut hat,
soll sie unbedingt einmal anschauen. Ich finde die absolut gelungen. Spiegelung. Cool. Ja, da sind wir reingekommen. Schon richtig cool detailreich gemacht von CIG hier. Absolut schön zum Anschauen. Jetzt schauen wir ein bisschen zurück weiter, dann sehen wir sie größer oben. Komplett, meine ich. Die Schatten. Er schaut schon sehr, sehr, sehr gut aus, wirklich. Die Mustern ist noch immer da oben. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Naja, was soll's. Ja, dann werden wir wieder einsteigen ins Schiff. Die Super Hornet. Ja, das war's wieder mal, der Teil 2 von Universe. Ein Teil wird noch kommen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt mir was in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und was absolut super wäre, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.